jetzt hier in den Riffen. Und zufällig wart ihr eben auch auf der Beauty-Kur. Und wir werden jetzt diese Gelegenheit nehmen und euch einmal fragen, wie es euch so gegangen ist. Es sind jetzt circa, wie lange ist das her? Fünf bis sechs Wochen, ne? Und da kann man schon ein bisschen was sehen. Ne? Naja, du hast mich letztes Mal interviewt und habe ich da ein bisschen was gesagt über die Beauty-Kur. Und jetzt frage ich dich, wie war es denn? Du hast. Die Kur war für mich, ich habe schon viele Sachen bei dir gemacht und was den Körper betrifft, eines der besten Sachen, die ich bei dir und sonst wo erlebt habe. Das hat mir ein Körpergefühl gegeben, das ich bisher noch nicht kannte. Ich habe Energie bekommen, die ich vorher auch noch nicht kannte. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen, was mir gut tut. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht, welches Essen meinem Körper gut tut. Und das Allerwichtigste, wie viel. Wann hast du gemerkt, ich habe ja in einem Interview damals schon gesagt, du hast gesagt, ein paar Tage dauert es. Wann hast du gemerkt, weil es gibt ja auch so Tage des Haderns, ja, die ersten zwei, drei Tage, wann hast du gemerkt, dass das greift, ja, dass irgendwas im Körper sich verändert? Wann war denn das? Circa. War das erst am Ende? War das schon zwischendurch? Oder war es überhaupt erst nachher? Wann war denn das bei dir? Also, dass sich was verändert, das habe ich schon am Anfang gemerkt, durch so einen Entgiftungsprozess. Und die Energie ist dann ungefähr in der Mitte gekommen. Ja, das wirklich Tolle ist, dass du einfach mehr Lebensenergie kriegst. Ja? Und ja, jetzt ihr drei wart auch auf der Kur und ja, wie gesagt, ihr sitzt jetzt da und ihr seht nicht in den Riffen, es ist warm, wir sind ja so. Und ja, sagt ihr mal was. Wie geht's denn dir? Du, Franz, weißt ja auch. Ne? Ich habe das zufällig so nebenbei erfahren, dass das also eine Biotika gibt. Und ich dachte, was ist denn das? Habe ich mal gefragt, ich habe gar nicht vorher gewusst, was das ist. Und dann sagen sie, ein Ernährungsseminar. Auf der anderen Teil ist das und dann hast du voll viel Energie. Und dann war so ein Impuls in mir, ja, das machst du. Innere Stimme hat gesagt, irgendwas stimmt mit der Ernährung nicht. Ich ernähre mich, glaube ich, schon richtig oder biologisch oder viel aus dem Garten. Aber irgendwas hat nicht gestimmt, weil ich war immer noch ein Essen so müde. Und jetzt wollte ich wissen, na, wo kommt die Müdigkeit her? Und da war diese Kur ganz gut. Also am Anfang war ich verwundert, so, nur so wenig essen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, ich war so viel Esser, gell? Und du kriegst nur so wenig zum Essen und das für mich überhaupt reicht. Aber du hast genug, du brauchst nicht mehr, das ist so wenig und alles, was mehr ist, ist zu viel. Und du bist nachher neben mir, du musst ja nicht niederlegen nach dem Essen schlafen, sonst isst viel und musst dich schnell 10 Minuten hinlegen, so wie man so gehabt, nach Mittag 10 Minuten Mittagsschlafen. Und das ist dann vollkommen weg. Und jetzt weiß ich, was nicht richtig war. Es hat nicht so gestimmt, diese Verhältnisse Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß. Und das weiß ich jetzt, und da weiß ich genau ungefähr das Mischungsverhältnis. Und wenn du das einmal weißt und wenig das ist, und das kriegst du dann so ins Gefühl, und nachher kannst du das in einem alltäglichen Leben im Anwenden. Es ist nur, dass man, ich wollte nur hingehen und das Gefühl einmal spüren. Mir ist das Gefühl einmal gespürt und dann weiß ich, habe ich gewusst, das Gefühl ist super. Und wenn du das einmal hast, dann hast du eine Referenz erfahren. Ja. Und das vergisst nie mehr wieder. Du brauchst gar keine Rezepte wissen, sondern einfach, du hast die Erfahrung und das wirst du wieder erleben. Ja. Und mehr ist da nicht. Und selbst wenn man rausfällt, ne? Irgendwann, wenn du wieder reingehst in die Balance, du kannst das immer wieder wie ein Computerprogramm, der Körper weiß das gespeichert, so sollte es sein. Und dann kommst du gleich wieder rein. Ja. Du musst es nur einmal gefühlt haben und nachher ist das fixiert im Körper. Was war denn so für dich das Faszinierendste? Oder wann hat das begonnen bei dir? Wann hast du das gemerkt, dass es geht? Dass sie was tut? Ich glaube, bei dir war es ein bisschen später, ne? Bei mir war es später. Also ich war so skeptisch, ich mir gedacht, das mit ein bisschen Essen da, ob ich das die ganze Woche aushalte, bin ich mir nicht sicher. Aber tatsächlich, ich habe sogar noch ein Obst mit gehabt im Zimmer von daheim, aus dem Garten, aus dem eigenen Garten. Das ist immer noch am letzten Tag am Nachkastel gestanden, am Fenster, ich habe nur dran gerochen und habe es wieder weggelegt. Sonst habe ich immer so das gehabt, vorhin schlafen gehen und viel essen. Gell? Weil da habe ich Zeit und dann ist eine Ruhe, dann isst am Abend viel und nachher geschlafen. Und ich habe nichts angegriffen an den Sachen, das ist mir auch nicht abgegangen.
habe gemacht, das, ich habe gemerkt, das, da bin ich richtig. Tust du es immer noch? Ja, also schon. Ja. So, wenn du das einmal heraus hast, dann weißt du, hey, dass man immer wieder nur Eiweiß auch hat. Nicht? Und nicht zu viel Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate ist fast alles. Ja. Das war ja eigentlich das Faszinierende, oder was mich immer selber fasziniert hat, ist diese Glukosefalle, ne, in die man da fällt. Mhm. Wenn du da mal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Ja. Und das habe ich zum ersten Mal gehört in meinem Leben. Wie ist das? Auf einmal brauchst du irgendwas, siehst du nicht? Da kannst du gar nicht aus, nicht? Ja, klar. Und das ist die Glukosefalle. Also das war schon mal zu wissen, wo kommt das her, und das ist Automatik. Und dass man die Zeiten regelmäßig einhält. Ich war so, ich habe immer am Abend viel gegessen, am Abend, dann schlafen gegangen, natürlich nichts gefrühstückt. Ja. Und dann bis Mittag nichts gegessen, und dann bin ich nicht zum Mittagessen gekommen, dann erst um 2 Mal Mittag. Und dann bin ich so in den Zuckermangel reingekommen. Ich brauche jetzt schnell was, wollte ich kochen, habe die Sachen aus dem Kühlschrank rausgegeben. Und ich kann jetzt nicht kochen, ich muss schnell was essen. Dann isst irgendwas schnell, dass du aus der Zuckerfalle rauskommst. Geht schon dahin, ne? Und nachher bist du kurz satt, und dann denkst du, ah, jetzt rammst du die Sachen wieder weg, weil jetzt hast du eh keinen Hunger mehr. Und du hast das wieder in den Kühlschrank rein und sagst, ich koche auf die Nacht. Also das, dass man das mindestens alle 4 Stunden mal was isst. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Zeiten einhältst, und nachher kann nichts mehr passieren. Danke, Jutta. Also das war eines meiner besten Erlebnisse. Ich habe mir das selber zu Weihnachten geschenkt, und das war echt super, das Beste, was ich machen habe können. Gut, schauen wir weiter. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich habe, glaube ich, schon die letzten, weiß nicht, 20 Jahre immer wieder gehört, Ernährung ist wichtig, man sollte was ändern. Vielleicht haben die ganzen gesundheitlichen Themen mit der Ernährung zu tun. Ich wollte das irgendwie nie wahrhaben. Und ich glaube, wenn die Kur so vor einem Jahr gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, nein, komme noch nicht, es ist noch zu früh, aber diesmal hat es genau passt. Also wie da im Herbst die Ausschreibung gekommen ist, habe ich gesagt, ich bin dabei. Egal was, ich probiere es einmal aus, mich anders zu ernähren, weil so wie beim Franz, Kohlenhydratüberschuss, viel Süßes, viele Dinge, die man eigentlich schnell in sich reinfuttert und dann irgendwie nicht aufhören kann. Frage, gleich mal vorweg. Hast du jetzt einen Heißhunger auf Zucker, wenn du in dieser Balance bist? Wenn ich in der Balance bin, nicht. Manchmal kommt eben aus emotionalen Gründen so das Bedürfnis, ein bisschen zu süß zu essen, aber das erkennt man auch besser, dass es jetzt nicht der Hunger ist, weil der Körper was braucht, sondern dass das andere Gründe hat. Ich gönne mir auch dann hin und wieder mal ein Eis, jetzt vor allem da in den Riffen. Aber es ist, man kann es leichter handeln. Also es ist weitaus besser, und man isst nicht mehr aus komplett unbewusst ein Stück Schokolade oder ein Keks oder irgendwas. Das ist voll fein jetzt. Okay. Das heißt, du hältst es immer noch ein, ja, im Großen und Ganzen? Ja. Und wie ist deine Energie? Die ist jetzt sehr da. Ich merke es vor allem auch beim Sport. Ich laufe ja recht viel. Und in der Woche in der Mühle war es noch, da habe ich irgendwie, da hat mein Körper mal ein bisschen Pause gebraucht. Da war eher das Gegenteil, dass ich nicht so viel Power gehabt habe, aber dann so ein, zwei Wochen danach habe ich bemerkt, wow, der Körper funktioniert. Ich habe abgenommen ohne Probleme, dann geht es laufen natürlich leichter. Es ist einfach mehr Energie, man hat mehr, also es ist einfach einfacher gegangen, und auch viele Dinge, die so zu erledigen waren, hat man plötzlich den Ansporn gehabt, das zu tun oder einfach das zu machen. Super. Das war in der Woche, bevor ich hergeflogen bin, recht viel Stress in der Firma, aber trotzdem war kein Thema am Abend das und das, und ja, es ist gegangen. Das war einfach die mehr Energie, die da war. Da ist. Okay, das war die Sandra, und jetzt haben wir ihren Gespons, den Martin. Ja, es war. Wie war es bei dir? Man immer schon länger Gedanken gemacht über Ernährung und das Ganze, aber so wirklich traut haben wir da nie irgendwas umstellen. Und das ist dann irgendwie zur richtigen Zeit gekommen. Es hat irgendwie passt. Also wie die Sandra gesagt hat, das Jahr davor hätte es irgendwie nicht passt. Das war ich noch nicht bereit dafür. Aber jetzt haben wir. Es hat gut reinpasst. Das, was ich dann gespürt habe, ist, dass mein Körper war ziemlich müde während der Kur. Und ich war dann auch Wochen ziemlich verkühlt, und da hat einfach das Ganze, was sie abgelagert hat einfach raus müssen einmal. Also da war eigentlich von der Energie nicht viel da.
Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass man damit gut geht. Und so wirklich gemerkt habe ich erst dann die Wochen, bevor wir hergeflogen sind, habe ich einen vollen Stress gehabt im Büro und habe am Abend noch so Energie gehabt, dass ich jetzt aus die Sachen mache. Und das war kein Thema. Ich habe das einfach gemacht. Ohne viel Nachdenken, ich mache das einfach und aus. Was ich vorher immer hin und her geschoben habe, das habe ich jetzt eigentlich auch über Weihnachten, war gut, dass wir zu Hause waren, weil da haben wir uns, da habe ich mich dann so ein bisschen eingestellt drauf auf das Acker halt. Doch auf das, also dass du wirklich schaust, dass das genau ist und dass das passt. Und das, was ich draus habe, das Gute ist, dass ich meine Müdigkeit verloren habe, die ich über Jahrzehnte lang rumgeschleppt habe. Also und ja. Das ist und auch das, ich merke das, wenn ich jetzt so nach zweieinhalb, drei Stunden einen Hunger. Und dann muss ich was essen. Und dann nehme ich mal halt ein Stück Riegel oder sonst, oder mache mir einen Eiweißdrink und dann passt es wieder. Genau. Das ist, früher habe ich immer irgendwas reingestopft und das hat mich dann überhaupt total zusammengehauen. Nein, es ist geil, das Ganze. Ja, ja, es cool. Ist so wie bei einem Automotor. Ne? Wenn man den Motor dann zu viel, mit dem du zu fettes Gemisch gibst, dann stirbt er ab. Ja? Der versaut der Motor, ja? Der verrußt etc. 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 Und da ist es, wenn es richtig eingestellt ist, verbrennst du es genauso viel, wie er braucht, kommt hinten sauber raus, der Motor ist immer perfekt gut. Und das ist das, was wir hier gemacht haben. Ne? Du möchtest noch was? Ja, weil was mich wirklich am meisten beeindruckt hat von der Kur oder was auch so nachhaltig ist, dass ich für mich und mit meinem Körper gespürt habe, dass Ernährung wirklich ein Medikament ist. Ich hatte davor über Jahre Entzündungen und es war während der Kur in diesen Tagen phänomenal zu beobachten, dass diese Entzündungen endlich abklingen. Es hat nichts anderes geholfen und dass ich für mich spüre, dass das mein Weg zur Gesundheit ist. Unglaublich, ne? Man würde es nicht glauben. Ne? Man braucht nur ein bisschen auf die Natur hören, auf den Körper hören und du hast einen Arzt, jeder hat einen Arzt in sich drinnen und es ist eigentlich die Aufgabe eines Arztes, ist eigentlich nur, dass er das ein bisschen unterstützt, ja, dass du was machen kannst, also dass du dich selber heilen kannst. Und wenn man natürlich jetzt immer die falschen Sachen in der falschen Menge zur falschen Zeit dem Körper zuführt, dem Auto sozusagen, ich vergleiche das immer mit einem Auto, dann stottert das Auto, ja, das wird kaputt mit der Zeit. Ja, das braucht viel zu viel Benzin, muss das alles irgendwie ablagern, haut es in die Umwelt. Und da verbrennt die Sache ganz sauber, genau richtig eingestellt. Ja. Und der zieht da an, ne? Ist ja logisch. Ein Ferrari, der nicht eingestellt ist, ja, das bringt es nicht. Ne? So, hat noch jemand was? Ein kleiner Nachsatz? Du hast das gerade angesprochen, vor allem die Menge. Ich habe wirklich auf mein Körpergewicht gesehen, einfach wirklich viel zu viel gegessen. Weil ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen orientiert habe an anderen und ich habe halt weiß nicht, doch einige Kilos weniger. Und die Berechnung auf die Magermasse und zu sehen, okay, ich komme mit den Einheiten aus, war wirklich interessant und ich muss nicht das Doppelte essen oder so. Es ist wirklich auf meinen Körper perfekt abgestimmt, ja. Und der andere ist größer, stärker, der braucht mehr. Und das war einfach sehr, sehr gut zu sehen. Dass es genau für jeden Einzelnen berechnet ist und passt. Ja, wobei es jetzt nicht unbedingt, wir haben das ausgerechnet, ja. Ja, wir haben wissenschaftlich geschaut, was braucht dein Körper genau pro Stunde, pro was weiß ich. Ja. Und dann haben wir noch diesen Intervall freilassen, ja, wo du anhand deines Gefühls, ja, anhand deiner Betätigung, die du machst, wie du lebst, wie du dich aufregst den ganzen Tag oder wie du ruhig bist oder welches Leben du eben hast, das noch korrigieren konntest. Und dann kommt man auf einen Wert und sagt, das ist genau das, was im Schnitt mein Body braucht. Genau, ja. Und der ganze Prozess, ja, eine Riesenfabrik, die da anläuft und die ins Leere läuft, ja, nur Energie braucht, aber es kommt nichts raus hinten, haben wir irgendwie optimiert jetzt, dass genau das passt. Ja. Und das ist schon sehr erstaunlich, wie einfach das ist. Wir reden von einem Medikament, das ist die Nahrung, ja. So wie Paracelsus schon immer gesagt hat. Ja.
die Nahrung sollte ein Heilmittel sein. Und das Heilmittel soll die Nahrung sein. Und das waren seine berühmten Worte und das haben wir jetzt umgesetzt. Du noch was? Ja, nein, ich wollte nur sagen, es war jetzt, oder es ist jetzt nicht so leicht, jetzt auf Teneriffa das zum Umsetzen, weil halt ein bisschen Stress da manchmal ist und auch wenn du am Abend fortgehst, dann isst halt die Pizza, ja, ist okay. Oder Eis, ich habe seit 4 Tagen am Abend jedes Mal 2 Kugeln Eis gegessen, nein, ich habe sogar 4. Aber es ist irgendwie so dieses, wenn ich darauf achte, was ich is, und da rennt so hinten der Mind mit und tut das so irgendwie so regulieren ein bisschen. Ja. Sondern dieses Bewusstsein drauflenken, das ist eigentlich gar nicht, es ist nicht so schwer. Es ist einfach, wenn du Bewusstsein bewusst wirst, was da ist und was für dich gut ist, dann geht das einfach. Der Witz ist ja, dass du in dieser Balance ja auch bleibst. Ja, du bleibst einen Tag, also sicher 2 Mahlzeiten drinnen, ja, aber dann fällst du langsam raus. Ja. Und wenn du das abfangst wieder und dann wieder das machst, bist du wieder drinnen. Ja. Ja. So problematisch. Ja, das stimmt. Also wenn ich sehe, ich fall zu viel raus, dann trinke ich halt einmal Balance Complete und dann merke ich, das tut den Körper wieder gut. Also ich habe das Gefühl, dass ich relativ schnell wieder reinkomme. Ja. Das geht dann gut. Das ist schon. Ja, Leute super. Haben meistens Angst und sagen, oh, schon wieder Diät und dann muss ich mich halten und dann muss ich das. Und das ist ja das Tolle, ja, dass du ja alles essen kannst. Du kannst ja deine Pommes frites essen, du kannst deinen Zuckerl essen, deine Schokolade essen. Aber es muss nur in Balance sein. Ja. Das ist das Geheimnis. Und damit ist das keine Diät in dem Sinn, sondern muss man irgendwann mal begreifen, wie die Energie ist und wie geil das ist, ja, so Energie zu haben und wie einfach das geht. Ja. Das ist nicht zu begreifen, üblicherweise. Ja. Ja, das ist doch so. Das war jetzt genau das, was ich sagen wollte, weil ich habe nämlich vor der Kur durchaus Angst gehabt. Kriege ich genug? Muss ich mich einschränken? Um Gottes Willen, was kriege ich da zu essen? Kriege ich das? Was, schmeckt mir das dann überhaupt? Vertrage ich das? Und. Und es ist so schön, dass man wirklich essen kann, was man will und das, was einem schmeckt. Man muss nur aufs Verhältnis achten. Dafür ist es relativ einfach im Vergleich zu anderen Diäten und sonstigen Sachen. Und es macht dann Spaß auch noch und es schmeckt gut. Und das, weil der Franz vorhin gesagt hat, man kriegt so wenig. Es ist wirklich ein geiles Gefühl zu spüren, genau das zu kriegen, was man braucht und nicht mehr. Das ist ein unglaubliches Gefühl, das man mal erlebt haben sollte. Das kann man sich nämlich vorher nicht vorstellen. Ich habe das von dir schon gehört und dachte, was wird das schon sein? Aber es ist ein wunderbares Gefühl. Ja. Na gut, ihr vier. Dann freue ich mich, dass ihr ein bisschen was gesagt habt, dass wir ein bisschen auch ein Feedback haben, weil mir glauben die Leute ja nicht immer alles. Und ja, schön, dass ihr jetzt da wart und ihr ein bisschen geoutet habt. Dankeschön euch vielen. Danke dir für die wunderbare Erfahrung. Danke. Kann ich jedem nur empfehlen.